Ich wohne seit der Geburt in Schlamau. Ich bin jetzt 57 Jahre und genau, ich bin wirklich Urschlamauerin. Zu Schlamau gehören 4 Ortsteile. Das ist Schmerwitz, Arnsnest und Steindorf. Schmerwitzer und Schlamauer haben viele Aktivitäten oder Feste, die gefeiert werden, und die sind aber auch unterschiedlich. Wie in Schlamau findet jedes Jahr ein Osterfeuer und ein Herbstfeuer statt. Und da kommen eben die Schmerwitzer, Arnsnester und von Steindorf kommen dann nach Schlamau. Und Tradition in Schmerwitz ist der Maibaum aufstellen, und da fahren dann die Schlamauer dann wieder hoch nach Schmerwitz. Schlamau ist besonders schön, weil dort Menschen leben, die alles Eigenheime haben, die eben dann schon in vielen Jahren in Familienbesitz sind. Und ja, die Menschen in Schlamau, das ist das Besondere, und der Zusammenhalt. Es ist einfach schön, in Schlamau zu leben. Wir haben die 7 Quellen bei uns im Ort, wunderschöne Buchenwälder, die Rummeln, die dicke und die dünne Rummel, die nach Wiesenburg geht, Kunstwanderwege, die durch Schlamau führen. Also was ich in Schlamau mache, ist, erstens, ich arbeite in Schlamau. Also ich habe 1994 mich selbstständig gemacht, ja, und stelle nun eben textile Spielsachen in jeglicher Form, Puppen, Bären, Kuschelkissen, ganz verschiedene Sachen her. Tatsächlich arbeite ich schon 35 Jahre in der Gemeindearbeit mit, war lange Jahre stellvertretende Ortsvorsteherin. War das eigentlich eine schöne Herausforderung für mich, wirklich jetzt Ortsvorsteherin zu werden, weil ich interessiert bin, dass unser Ort sich weiterentwickelt und ich da maßgeblich mitbeteiligt sein möchte. Es ist schön zu sehen, wenn man eben mit der Arbeit, die man macht, viele mitnimmt und dadurch wunderbare Projekte entstehen. Wir haben zum Beispiel bei Aktiv sein im Alter 2 Förderprojekte beantragt. Die hieß 660 Jahre Schlamau. Fotodokumentation von 1361 bis 2021. Und da haben wir die älteren Leute mit ins Boot genommen, also die wirklich Ältesten im Ort. Es sind sehr, sehr viele 90-Jährige, die wir im Ort haben. Die haben Bildmaterial von früher zusammengestellt, und daraus haben wir eine große Bilderausstellung gemacht. Der alte Stellmacher, der hat jetzt an sein Haus eben das Bild von seinem Opa, der auch schon Stellmacher war. Also es ist eine richtig schöne Bilderausstellung geworden. Rucki-zucki spontan hat sich Elke Zurek bereit erklärt und hat einen so schönen Rundgang gemacht und diese alten Fotos erklärt. Was sagen die Bilder? Wie war es eben früher? Was konnte man eben zu der Geschichte eben erzählen? Und das haben wir mit einer musikalischen Umrahmung stattfinden lassen. Da sind 60, 70 Leute mitgelaufen. Das war so eine tolle Sache. Ein Projekt bezieht sich auf Bau von Bänken, Holzbänken. Und nicht nur Schlamau bekommt diese Holzbänke, sondern eben auch Schmerwitz. Und die Sitzgruppe, 2 Bänke und ein großer Tisch, werden jetzt schon gemeinsam mit Schmerwitzern und mit den Kindern von der Freien Schule gemeinsam gebaut. Das heißt, wir sind in den Wald gefahren, haben mit mobilen Sägewerk Holz gesägt, haben dann diese Holzteile bearbeitet, geschliffen, die Bänke zusammengebaut. Ja, gestrichen wurden die Bänke, aufgestellt mit Unterbau, und da haben sich so viele beteiligt. Also das ist ganz, ganz tolle, lobenswert. Also die Schlamauer sind wirklich sehr, sehr flexibel und hilfsbereit und sind sofort dabei und machen mit. Ab Sommer ist die Freie Oberschule in Schmerwitz mit eingezogen, und wir haben gemeinsam mit der Freien Schule schon dorthin gearbeitet, dass es so umgebaut wird, dass es für uns später als Dorfgemeinschaftsraum schon in Vorarbeit gegangen ist. Aber das finde ich eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Sache, dass die Freie Schule da mitmacht und das baut. Ja, also ich wünsche mir für die Zukunft, für Schlamau und für die Ortsteile, damit wir weiter wachsen, damit wir zusammenhalten, eine gute Gemeinschaft sind, ja, und schön leben können.